Recht herzlich willkommen zur 81. Folge von Avorion. Ja, wir waren hier am Überlegen, ob wir Handel betreiben, aber der war ja nicht so unbedingt der Hit sozusagen, das, was hier möglich war. Jetzt gucken wir nochmal rein, weil nach dem Speichern sieht es ja immer ein bisschen anders aus. Aber im Endeffekt ist das alles hier jetzt nicht das, was ich sagen würde, jo, brauchen wir, sondern machen wir anders, ne? Gucken wir erstmal Plasmazellenfabrik, was die so uns anbietet am schwarzen Brett. Wollen Plasmazellen haben und vielleicht gucken wir mal gerade raus. Wer ist das hier? Computerkomponentenfabrik. Gucken wir da mal rein. Platin wollen die. Computerkomponentenfabrik war das, ne? Oder? Ja. Und das war die Plasmazellenfabrik und sonst ist hier nix. Dann gehen wir da raus, gehen in die Karte und gucken, wo wir weiterhin fliegen. Zwei Tore haben wir. Ist also das, was als nächstes auf dem Schirm erscheint. Gucken wir mal, wo das hingeht. Ah, sind beide da. West, Nord, West Tor. Also direkt das West. Nehmen wir das mal und fliegen dahin und gucken, was da los ist. Ja, einmal schneller. Und dann schauen, was hinter dem Tor sich verbirgt. Das andere wäre näher, oder? Täuscht das nur. Ja, ist jetzt egal, wir fliegen da rein und gucken da weiter. Hier war ja jetzt nicht wirklich was zu verkaufen. So. So, dann haben wir da hinten schon was. Das ist ein Casino. Das will aber bestimmt keine Antriebsaggregate oder was wir auch immer da haben. Ja, da ist ein Handelsposten. So, der. Interessanterweise ist dann auf uns sein zu sehen, aber das ist die Militärstation. Haben wir uns da wohl getäuscht. Sprengladung und Sektor erkunden. Okay. So, jetzt kommen wir nochmal raus. Das war da. Das war das Casino, das haben wir schon. Ist die Schiffswerft im Ausrufezeichen? Ich glaube ja, ne? Ne, das war eins hoch. Da wollen wir auch das schwarze Brett, Metallplatten. Da nochmal hin. Rauszoomen. Das war jetzt hier die Schiffswerft. Da unten haben wir noch eine Ausrüstungsdock. Das macht sowieso Sinn, das vielleicht anzugucken. Schwarzes Brett. Die haben Kabel. Gucken wir aber auch nach der Ausrüstung noch. Okay, da gibt es einen schicken Detektor in einer sehr schönen Farbe. Unser ist, glaube ich, blau. Und hier haben wir schon so einen schicken. Also den kaufen wir definitiv. Aber wir müssen angedockt sein. Doppelmaschinengeschützturm. Da ist der Detektor. Dann fliegen wir definitiv da gerade hin und docken da erstmal an. Das ist erstmal wichtig, dass wir da nach dem zweiten Detektor dann einen besseren kriegen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir machen sollten. Hier links war jetzt nichts in dem Haufen. Da sind Dockingports. Wo können wir noch docken? Da oben. Alles schlechte Stellen zum Docken, ne? Naja. Gucken wir mal, dass wir da irgendwie dran kommen. So. Okay. Ausrüstung handeln. Also den möchten wir definitiv kaufen. Schildverstärker, Frachtraum-Upgrade. Geschützkontrollsystem, Schildverstärker.
Okay, das wäre jetzt nichts weiteres. Doppeltitan. Bergbau. Geschützturm. Weiß ich jetzt nicht, ob wir den brauchen. Und sonst ist es aber jetzt nicht, was ich kaufen würde. Der Vierfach-Bolter-Geschützturm macht 178 Schaden. Ja, der überhitzt allerdings. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was wir dran haben, ne? Jäger ist klar. Ein Gütershuttle. Wofür ist denn das gut? Okay. Energie. Das sind die Torpedos. Nee. Hier wäre dann der zu verkaufen. Den brauchen wir definitiv da nicht mehr. Wir haben ein Bergbausystem. Geschütztes Kontrollsystem. Doppelnanonit. Ein Bergbauer haben wir Nanonit. Was war hier für welche? Doppellasergeschützturm. Okay. Ich glaube, das war's schon eigentlich. Da können wir jetzt aber mal schauen. Jetzt ist der Handel dran, ne, oder? Ja, und das ist der C43. Entfernt. Exotisch ist der sogar, okay. Interessante Objekt zeigt eine Meldung, wenn interessante Objekte gefunden werden. Ja, ich glaube, das war richtig, das zu tun. Aber wir machen erstmal wieder so. Und das ist erledigt. Und dann gehen wir auch gerade mal in das Handelsmenü. Das haben wir nämlich gar nicht gemacht, aber da ist hier auch nichts zu handeln. Können wir mal gucken. Antigraf-Generatoren. Ist aber auch nichts. Gut, das bedeutet, wir sind jetzt hier durch an dem Ausrüstungsdock. Das hatten wir schon. Und sonst, das ist eine Schiffswerft, ne, oder? Wir fliegen mal zur Schiffswerft und gucken mal gerade. Das ist der nächste Punkt. Eigentlich wäre es ganz interessant, ein neues Schiff zu haben, ein weiteres Schiff zu haben, mit dem wir im Endeffekt abbauen können oder sowas, Handel treiben können. Schiff bauen. Was haben wir denn? Eisen haben wir viel zu wenig dafür, wenn Titan haben wir genug. So, das ist jetzt hier so ein Beispielschiff, ne? Versicherung, Crew, Gebühr, Gesamtkosten. Kostet nur Eisen. Sehr interessant. Also, und hier können wir es größer gestalten dann, ne? Und Gründungsschiff. Und Kapitän. Achso, das ist angehakt. Seed. Ach, da kann man verschiedene bauen. Volumen ist 5. Okay, und dann geht es auch gleich schon in dementsprechende Größe. Ja, Volumen. Style 1, Style 2, Style 3. Ich glaube, wir bauen unsere Schiffe lieber selber. Und gucken, ob wir damit auch klarkommen, dann, dass wir die auch losschicken können, weil wir brauchen eigentlich nur einen Kapitän dafür, ne? Ja, da müssen wir nochmal genau nachchecken. Aber jetzt werden wir erstmal weiter fliegen und vielleicht das in der nächsten Folge dann mit dem Bauen in Angriff nehmen für ein Mining-Schiff oder sowas. Alternativ wäre Handel natürlich möglich.
So, das ist jetzt hier das Ost-Süd-Ost-Tor. Nee, das wollen wir nicht. Da kommen wir nämlich. Nee, Ost. Doch, Ost-Süd-Ost-Tor kommen wir weg. Brauchen ein anderes Tor. Da ist noch was. Süd-Süd-West-Tor. Ja, das nehmen wir mal. Fliegen wir zum Süd-Süd-West-Tor. Gucken da mal rein. Ja. Da müssen wir nur irgendwo in der Nähe sein von einem, ja, wie soll man sagen, Gebäude, wo man Crew kaufen kann, und da müssen wir dann was bauen, ne? Gut. Ist das hier nur ein Sektor mit Kreuzung oder wie sehe ich das? Jo. Und wir fliegen nach, ja, dahin würde ich sagen, ne? Was ist das da? Südost? Nö. Wo ist das dritte Tor? Da, ne? Ne, das ist das Südosttor. Ja, da ist es. Dann nehmen wir das Westtor. Fliegen durch das Westtor weiter. Weil hier ja nichts ist, außer eine Kreuzung. Drücke Return, um zu antworten. Ihr seid in einem Teil der Galaxie, den ihr nicht gewachsen seid, zum nur am Galaxie ohne starke Schwerung zu fliegen, das wirst du aber noch früh genug merken. Aber es gibt schließlich eine Lösung für alles. Du kannst uns Munition sparen, gleichzeitig dein Leben retten. Bedrohen. Daneben auf die harte Tour. Ausgezeichnet, ist viel zu lange her, ja, dass wir die richtig Spaß hatten. Ja. Ich wollte jetzt zum Westtor einfach weiterfliegen, ne? Da ist es doch, oder? Einmal Karte gucken. Ja, das war das Westtor. Da fliege ich gerade mal hin. Alles ist gut. Lasst diese Sprüche sein, wenn ihr mir doch nicht folgen könnt. So, weg sind wir. So, nächsten Sektor. Handelsposten. Gehen wir auszoomen und gucken. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein paar Bereiche, wo man farmen könnte. Ja, vielleicht sollten wir hier überlegen, uns ein Schiff zu bauen, ne? Wer ist. Oh, die sind auch durchs Tor, glaube ich. Das ist schlecht. Ja, den kann ich jetzt, glaube ich, nicht abwehren. Okay, aber der war jetzt nicht so dolle. Wir fliegen durchs nächste Tor und alles ist erstmal weiter. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo wir sind, aber. Okay, ich glaube, wir sind noch weiter westlich geflogen. Hier ist natürlich schon interessanter. Ist die Frage, ob die auch hinterherkommen oder nicht. Laserkompressorfabrik. Okay, das haben wir mal gerade nur so ausgemerzt. Oh, die kommt tatsächlich hinterher. Und schon wieder ein Torpedo im Anflug. Das gefällt mir nicht. Wo kommen wir denn weg dann? Erstmal ein bisschen weg. Ja. Das ist jetzt nicht so schön, ne? Map. Weiterfliegen, ausrichten schon mal. Wo müssen wir hin? Da unten. Computer arbeitet, Sprungtor berechnet und wir
Schiff zeigt in die falsche Richtung. Okay, jetzt nicht mehr. Gut, okay, die waren uns jetzt gefolgt und ich hoffe, dass das jetzt der Punkt war, ob die nicht wissen, wo wir lang geflogen sind. Jetzt lassen wir gerade B drücken und schauen, dass wir hier alles Schiff reparieren. Ah, Nanonit hatten wir nicht, ne? Gut, das ist schlecht. Gibt's hier noch nicht? Ja, da. Aber die sind immer wieder hinter mir her. Ey, das kann doch nicht sein, oder? Das macht keinen Spaß, sowas. Nee, also wenn die dann wissen, wo ich langfliege, das ist ja voll doof, oder? Wie sind denn das? Mehrere. Das Opta-Jagdschiff. Ich glaube, wir müssen mal gerade gucken, dass wir in einen anderen Bereich kommen. Wo wir dann andere Fraktionen haben. Okay. Dann müssten wir gucken, dass wir den Sprung hier hinkriegen. Ist das außerhalb? Ist wohl außerhalb gewesen. Da kommt wieder ein Torpedo. Okay. Torpedo wieder im Anflug. Wir sind aber weg. Konnten dem Torpedo noch ausweichen und nächstes Ziel mal hier eingeben. Ich weiß aber nicht, ob die hinterherkommen oder nicht. Ich gehe davon aus, dass die nicht hinterherkommen. Ja, fliegen wir auf jeden Fall. Dahin. Gut. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir noch, ne, verfolgt werden oder nicht, weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, hier sind wir ein bisschen besser untergekommen vielleicht. Weil eine andere Fraktion. Könnte sein, dass das hier uns das Leben rettet dann noch oder so. Weiß ich nicht. Gut, aber erstmal für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.